Tag der offenen Türe bei der KISP Werdenberg. Wir sitzen hier beim Chef, beim Präsident, glaube ich, sagt man, beim Patrick Terzer. Und meine Frage wäre zuerst mal ganz eine fundamentale. KISP, was heisst es das überhaupt? KISP heisst Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Wir haben den Auftrag, die wichtigen Entscheidungen im Leben von unterstützungs- und schutzbedürftigen Personen zu treffen. Es ist unterstanden Kindes- gell, und Erwachsenenschutzbehörde. Also, das sind also, gilt für Kinder und für Erwachsene gleichermaßen. Genau, das gilt für Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Die Jüngsten, die wir damit zu tun haben, sind ungeborene Kinder. Und die ältesten Personen, die wir uns damit befassen, die sind irgendwo in einem Alters- oder in einem Pflegeheim und sind im letzten Abschnitt von ihrem Leben. Ich habe einen ganz kurzen Vorsprech mitbekommen. Sie waren früher mal Beistand. Ja, das ist richtig. Ich war Berufsbeistand und habe die Mandate früher auch selber geführt. Sie kennen darum auch den Teil, was bedeutet, so ein Mandat zu führen, die Personen zu begleiten und zu unterstützen in ihren Angelegenheiten, die es eben gibt. Und seit 5 Jahren, seit dem 01.01.2013, sind Sie eben Präsident der KISP Werdenberg. Welche Bilanz ziehen Sie da? Jetzt ist eine ganz gute Bilanz. KISP Werdenberg ist aus meiner Sicht gut aufgestellt. Wir haben funktionierende Abläufe, wir haben funktionierende Strukturen. Wir setzen uns tagtäglich für den Schutz und das Wohl von schwachen und unterstützungsbedürftigen Personen ein. Und mit einem fachkundigen, aber auch mit einem sozialkompetenten Team machen wir die Arbeit engagiert. Und ich glaube auch, es gelingt uns, dass wir in den meisten Fällen Lösungen können erarbeiten können, die betroffenen Personen schlussendlich dann können mittragen oder mit können umsetzen und ihre Situation so selber können verbessern können. Also, kurzer Dinge, ja, ich ziehe eine positive, gute Bilanz. Jetzt sind ihr natürlich eine Behörde, das heisst, ihr unterliegt durch gesetzliche Bestimmungen. Das wird ja immer ein bisschen kompliziert. Also wenn man bei euch eine Meldung macht, dann gibt es ein Verfahren. Das ist also nicht etwas, wo man einfach euch telefonieren kann. Ihr habt eine Beratung und nachher verfließt alles im Sand. Das ist ja noch relativ kompliziert, dann für euch wahrscheinlich auch nicht mehr, oder? Wir haben einen gesetzlichen Auftrag. Also der, den wir machen, basiert auf einem gesetzgeberischen Willen. Und wir setzen uns in dem Rahmen für die Personen ein. Und ja, es ist tatsächlich so, wenn wir angerufen werden, das ist schriftlich, aber eben auch telefonisch beispielsweise möglich, dann setzen wir uns ein für die Personen. Wir schauen die Situation an. Und da, wo mal in Gang gebracht worden ist, kann man nicht selber wieder stoppen. Das ist richtig. Also wenn wir einmal ein Verfahren führen für eine Person, dann führen wir das zu Ende und kommen nachher noch zum Schluss, dass die Person selber die Situation verbessern kann oder eben allenfalls mit Unterstützung von einer behördlichen Massnahme. Wer kommt denn zu euch? Kann ich jetzt als Vater, ich habe 5 Kinder herkommen, können meine Kinder herkommen? Muss man volljährig sein, um herzukommen? Kann zum Beispiel auch ein kleines Kind herkommen? Oder wer kommt denn zu euch überhaupt? Melden kann sich jedermann bei uns. Jedermann, der findet, dass eine Person, die bei uns in der Region wohnt, unterstützungsbedürftig ist im Sinne des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts. Und dann nehmen wir uns dieser Situation an. Häufig ist es so, dass sich Schulen melden oder beispielsweise die psychiatrische Klinik oder eben auch, wie Sie beschrieben haben, Eltern, die selber um Hilfe suchen, weil sie merken, dass sie in der Psychik oder in der Verantwortung um ihre Kinder Unterstützung brauchen, dass sie vielleicht überfordert sind. Und sich Verbesserung von der Situation wünschen. Es ist aber auch denkbar, dass sich Angehörige melden, beispielsweise wenn eine Mutter in ein Pflegeheim gekommen ist und jetzt ganz viel Administratives muss erledigt werden und vielleicht noch Wohnungen sollte geräumt werden. Aber es sind unendlich viele Ansprüche. Und alle haben natürlich das Gefühl, so, jetzt melden wir es und jetzt in einer Woche ist es besser. Ja, das ist richtig. Es ist sehr breit. Wir haben mit allen Situationen vom Leben zu tun. Die Personen, die wir damit zu tun haben, die sind aus allen Schichten, die sind in allen möglichen Lebenslagen. Wir haben einen gewissen Rahmen, den wir uns drinnen bewegen müssen. Das ist der gesetzliche Auftrag, den wir haben. Aber wenn es dann um den Menschen geht, dann haben wir wieder ganz viel Individualität. Dort ist jede Lebenssituation wieder einzigartig, wieder speziell. Und das gilt es eben auch, dem Einzelfall immer zu berücksichtigen und dann die Massnahmen, die wir allenfalls anordnen, eben die auch so anzupassen, dass sie nur dort greifen, die Unterstützungsmassnahmen, wo auch der Bedarf ist. Und überall dort, wo das selber jemand kann beheben kann oder allenfalls mit Unterstützung von der Familie die Situation kann verbessert werden, dass wir eben als Behörden auch nicht eingreifen. Jetzt sind Sie selber über Beistand gewesen. Sie kommen von der PIC her. Sie kennen das Metier, Sie kennen natürlich auch die Probleme, die sich ergänzen. Jetzt sind Sie 5 Jahre Präsident. Was ist denn jetzt gut gewesen oder was könnte man verbessern?
Gut ist aus meiner Sicht, dass wir, wie gesagt, funktionierende Abläufe haben, dass wir funktionierende Strukturen haben. Und ich glaube, dass wir hier in der Region auch ganz gute Mitarbeitende haben, die sozial und aber auch fachkompetent sind und eben auf die Menschen können eingehen, Interesse haben am Kontakt mit dem Menschen und auf deren ihre Nöte und Anliegen können eingehen und bereit sind, um Lösungen zu suchen. Und das ist vielleicht auch etwas, was noch besser kann werden, dass wir stets dran bleiben, dass wir im Kontakt mit den hilfesuchenden Menschen oder mit den betroffenen Menschen nach Lösungen können suchen können, dass wir Lösungen anstreben, die sie können verstehen können, Lösungen anstreben, die sie auch akzeptieren können. Weil ich glaube fest, das sind Massnahmen, die dann eben auch nachhaltig sind, die wirkungsvoll sind und die eben im Idealfall mit der Zeit dann auch nicht mehr notwendig sind, weil sich die Situation so hat können verbessern können, dass die Personen oder die Eltern die Situation von sich selber oder von der Familie allein wieder organisieren können, ohne behördliche oder staatliche Hilfe. Die Mitarbeitenden haben Sie angesprochen. Also das sind zum Beispiel Schulleiterinnen, das sind zum Beispiel Leute, die vielleicht früher mal eine führende Position in ihrer Schulpolitik hatten, eben Leute wie Sie, Beistandschaft und so. Es ist nicht einfach eine Ansammlung von Juristen und Sekretärinnen, oder? Nein, es ist nicht eine Ansammlung von Juristen oder Sekretärinnen. Wir haben ganz viele verschiedene Berufe bei uns. Die grösste Mitarbeitergruppe, wenn man so will, sind Sozialarbeitende. Das ist mir auch ganz wichtig. Mir liegt ganz fest daran, dass wir auf Personen eingehen können, dass wir uns in deren Situation einfühlen können und dass wir dann eben auch ein Repertoire haben an Methoden, um mit diesen Personen die Situation anzuschauen, um die Situation können zu verstehen und dann daraus die richtigen Schritte daraus können abzuleiten. Neben den Sozialarbeitenden, die bei uns arbeiten, arbeiten auch Juristen. Da ist es so, weil das Recht ja den Rahmen bildet. Wir haben aber auch Kaufleute, wir haben Leute aus anderen psychosozialen Berufen, wir haben Leute mit treuhänderischem Wissen. Da kommt ganz viel Wissen zusammen, weil eben die Informationen, die wir verarbeiten, ja eben mit dem Leben zu tun haben und auch ein ganz breites Spektrum abbilden. Ich stelle jetzt fest, als Pensionist, als 65-Jähriger, ich weiß nicht, hat sich das gesteigert, aber es gibt einfach viele Familien und Jugendliche, die völlig aus der Bahn kommen. Was habt ihr schon mal recherchiert? Was sind das für Gründe, die Familien so aus der Bahn werfen zum Teil? Das ist vielschichtig, wo Problemstellungen für Familien sind. Ich glaube, im Allgemeinen kann man sagen, dass oftmals so ist, dass es einfach eine Überforderung dann gibt in der Familie aus verschiedenen Gründen oder dass in der Familie Probleme vorhanden sind, wo die Familie oder die Eltern vielleicht auch zu fest absorbieren und sie dann eben ihre elterliche Verantwortung oder die Sorge um ihre Kinder nicht mehr gleichermaßen können wahrnehmen. So als Beispiel, wo man kann sagen kann, ist sicher Sucht ist ein Thema. Also wenn ein Elternteil unter einer Alkohol- oder unter einer Drogensucht leidet oder auch eine psychische Erkrankung, das schränkt die Fähigkeiten als erziehenden Elternteil oftmals ein und führt dann dazu, dass das Kind vielleicht Gewalt erlebt, vernachlässigt ist oder einfach ganz einfach nicht mehr zur Schule geschickt wird. Und die Kinder wachsen so in problematischen Verhältnissen auf. Und unsere Aufgabe ist es dann, zu schauen, dass die Situation eben möglichst kann verbessert werden, dass der Missstand kann behoben oder gemildert werden und wie ich schon gesagt habe, dass wir uns dann auch wieder zurückziehen können, wenn die Situation wieder gut ist. Und es kann tatsächlich passieren, dass wenn eben so eine Situation klar ist, ihr eine Meldung bekommt, dass man dann Eltern auch die Kinder wegnehmen kann, auch mit polizeilicher Gewalt, oder? Im äußersten Notfall natürlich, ja. Das ist möglich, passiert aber sehr selten. Wir haben letztes Jahr per 31.12. 10 behördlich platzierte Kinder für die ganze Region. Es sind immerhin 10 Kinder, aber es ist im Verhältnis ein relativ tiefer Wert. Und wenn man wie sehen, die behördliche Platzierung, das ist eine der letzten Massnahmen. Im Kindesschutz hat man ganz viele Möglichkeiten, um eben auf die Situation abgestimmt Massnahmen oder Unterstützungsmöglichkeiten können zu installieren für die betroffene Familie. Und eine behördliche Platzierung, die braucht es nur in sehr seltenen Fällen, wenn die Eskalation schon ganz hoch ist. Und auch wenn es dann so eine Platzierung gibt, dann ist das meistens nur eine vorübergehende Situation, dass man eben schaut, dass die Situation wieder beruhigt werden kann oder dass die Eltern gestärkt oder Kompetenzen bei den Eltern aufgebaut werden können, dass sie vielleicht mit weiteren Unterstützungsmöglichkeiten später in der Lage sind, um die Kinder wieder zuhause zu haben. Eine Platzierung ist in aller Regel nur die zweitbeste Variante. Die beste Variante ist meistens, wenn die Kinder zuhause sein können bei den Eltern und allenfalls die Familienunterstützung erfahren. Also Familie stützen, also zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter oder Vater auch, das kann ja beide sein, die können in Schulden hinein und so weiter brauchen, die irgendwie so finanzielle Regulierung, auch da kann man Beistandschaften quasi eröffnen, oder? Ja, das wäre möglich, aber dann wäre es eine Massnahme, die es für den älteren Teil gibt. Genau, ja. Aber eine Massnahme oder eine Beistandschaft wird nicht einfach leichtfertig angeordnet. Da müssen dann auch gewisse Voraussetzungen gegeben sein bei dem älteren Teil. Wieso dass es zu dieser
finanziell, also zu einer Schuldensituation gekommen ist, wenn man dann würde feststellen, dass der ältere Teil eben auch aus einer Schwäche heraus, beispielsweise aus einer psychischen Störung oder aufgrund von Sucht oder aufgrund von was auch immer, nicht in der Lage ist, um seine Angelegenheiten selber zu erledigen oder um selber die Situation zu verbessern, Unterstützung beizuziehen, dann könnte es sein, dass die Voraussetzungen gegeben sind, dass man eine Beistandschaft errichten kann und eine Beistandsperson dann dem älteren Teil könnte helfen, zum Finanzen oder der Administration zu organisieren, neu aufzugleisen und eben auch dort im Idealfall so zu gestalten, dass man die Person befähigt, dass es über kurz oder lang dann nicht mehr notwendig wird sein, dass die Person sich vielleicht Beratung an einem anderen Ort kann suchen und das auf einer freiwilligen Ebene kann laufen. Wenn er also eine Notrufnummer, kann man auch telefonieren, kann Kinder zum Beispiel von Eltern bedroht werden oder von älteren Geschwistern und so auch telefonieren. Wir haben in dem Sinne nicht ein niederschwelliges Angebot. Wir sind in dieser Kette eines der letzten Glieder. Bei uns im Haus gibt es beispielsweise vorgelagerte Beratungsstelle von der Sozialen Dienst Werdenberg. Die haben ganz ein niederschwelliges Angebot, wo Eltern oder die Kinder sich dort an können wenden, wo die Unterstützung und Beratung überkommen. Wenn die Situation mal bei uns ist, dann müssen wir ein förmliches Verfahren führen. Da kann dann schon sein, dass am Schluss von dem Verfahren, dass wir einfach sagen, es braucht keine Massnahmen. Wir empfehlen, dass beispielsweise eine Beratung in Anspruch genommen wird. Aber wir tun nicht niederschwellig beraten oder unterstützen. In gewissen Fällen ist es so, wenn bei uns eine Meldung eingeht, dann merken wir, ja, das ist noch nicht offensichtlich, dass wir hier ein Verfahren führen müssen. Dann führen wir vielleicht ein Triage-Gespräch führen und eine Person darauf hinweisen, dass es Beratungsangebote gibt in der Region und sie doch die sollen in Anspruch nehmen. Jetzt braucht es natürlich eben auch immer Leute, zum Beispiel Beistandschaft, das ist schon einmal gesagt, aber es braucht ja auch Beistände. Also wer kann denn Beistand werden oder suchen der Beistand oder haben ihr da schon ein volles Fass von Beistand? Ja, wir setzen als Beistand einerseits private Beistände ein, das sind Personen, die sich sozial möchten engagieren, die bereit sind, zum langfristig, verbindlich Verantwortung für jemanden zu übernehmen, um einen Teil Aufgaben zu übernehmen und vielleicht eben auch die Person zu befähigen. Das ist so ein Teil, das ist ganz ein wichtiger Teil, private Beistände. Es gibt Kurse, die Personen könnten besuchen könnten. Wir glauben aber, dass jemand, der gut in der Lage ist, um sein Leben so finanziell und organisatorisch gut zu führen, dass die Person auch das Rüstzeug mitbringt, um eine Beistandschaft zu führen. Wenn jemand interessiert ist, um ein Mandat zu führen, dann laden wir die Personen ein, erklären, was das bedeutet, so ein Mandat zu führen. Und dann nachher im Einzelfall ein Instruktionsgespräch machen und dann am Anfang von der Führung der Beistandschaft auch im gewissen Sinn begleiten. Da bin ich Ansprechperson für die privaten Beistandspersonen und die privaten Beistandspersonen haben dann auch jederzeit die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen, wenn sie Fragen haben zur Mandatsführung. Und was wir auch machen, ist beispielsweise jährliche Weiterbildungsveranstaltung für private Beistände oder so Gruppen für den Erfahrungsaustausch. Uns ist daran gelegen, dass wir private Beistände gewinnen können, dass wir die auch können unterstützen in der Mandatsführung. Schließlich oder schlussendlich soll es eine gut laufende Beistandschaft geben, wo eben insbesondere die Klient profitiert und der Beistand auch bereit ist, um sich zu engagieren. Jetzt sitzen wir hier in so schönen, angenehmen Büro rein, gell, mit warmen Farben und natürlich eben sehr einladend. Ein Beistand aber geht durch den Familie. Kann das je nachdem auch noch ein bisschen eine heikle, fast eine gefährliche, eine anstrengende Sache geben, die dann vielleicht sogar in die eigene Familie hineinspielt, also Bedrohungen gibt oder einfach vielleicht eine schlaflose Nacht? Ich glaube, dass es in den meisten Situationen dankbar ist, um ein Mandat zu führen. Am Schluss von unserem Verfahren ist es meistens so, dass die Personen froh sind um die Unterstützung oder die Unterstützung zumindest können akzeptieren können. Und die Situationen sind in aller Regel nicht strittig. Es gibt natürlich einen kleinen Satz, wo bis zum Schluss man nicht gleicher Meinung ist, wo die Personen ihre Situation anders einschätzen, als wir da als Case machen. Und das sind dann anspruchsvolle Mandate zum Führen. Und diese Mandate werden eher durch die Berufsbeistandschaft geführt. Die Berufsbeistandschaft habe ich vorher noch nicht erwähnt. Die sind hier im Haus, eine Abteilung von der Sozialen Dienst Werdenberg, wo Personen arbeiten, wo vollberuflich so Beistandsmandat führen, die entsprechend eben auch fachlich das notwendige Rüstzeug haben, um mit dieser ganzen Breite die Mandate können führen und eben auch geschult sind, um mit Widerstand oder allenfalls auch mit Aggression können umzugehen. Jetzt haben wir einen Beistand in der Familie drin. Entweder ist eben verordnet worden, eine Berufsbeistandschaft, oder vielleicht eben auch, weil man Hilfe gesucht hat. Und dann hat man vielleicht schnell mal das Gefühl, hätten wir etwas falsch gemacht, man könnte es anders machen. Und dann will man den wieder loshaben. Wie kriegt man den dann wieder weg, den Beistand? Den Beistand kommt man am einfachsten wieder weg, über wird man wieder los.
indem dass sich die Situation verbessert hat, dass man feststellt, die betroffene Person kann die Angelegenheiten, für die, wo sie Beistandschaft bekommen hat, wieder allein organisieren oder erledigen. Sie braucht keine Begleitung oder keine Unterstützung, keine Vertretung mehr. Da ist, denke ich, so der wesentliche Punkt. Und das Moment, wo dass so eine Beistandschaft aufgehoben wird, ist da, dass entweder der Beistand unsere Mitteilung macht und sagt, die Situation hat sich verbessert, man kann die Massnahme aufheben, oder die betroffene Person kann jederzeit den Antrag stellen auf Massnahmeaufhebung. Oder wenn wir von uns aus würden feststellen, beispielsweise, wenn der Beistand bricht, dort erstatten, dann würden wir feststellen, ja, da braucht es wahrscheinlich gar keine Massnahme mehr, da kann man aufheben. Und dann heben wir die Massnahmen auch wieder auf. Jetzt ist natürlich immer klar, es braucht so irgendetwas, aber da schlägt kein Geissen weg. Also, gerade in der heutigen Zeit also, braucht es die Kespe, da habe ich es falsch gesagt, immer Kespe, das ist natürlich klar, dann kommt man gar nicht aufs Wort natürlich, was es wirklich heisst, braucht es überhaupt. Und gleich auf der anderen Seite werden die Kespe etwa mal, wenn sie dann eben etwas machen, angegriffen, etwa mal werden sie angegriffen, wenn sie nichts machen. Gibt es jetzt aus Ihrer Sicht, aus dieser 5-jährigen Erfahrung, gewisses Verbesserungspotenzial? Was müsste man ändern? Was würden Sie vielleicht auch erwarten vom Gesetzgeber oder von den Leuten, die über euren Auftrag gehen, von den Schulen oder von wem auch immer? Ich bedauere, die KESB haben schweizweit ein zu schlechtes Image. Die KESB sind besser als der Ruf, so landläufig ist. Nur schon der Name, den wir haben, also KESB, das steht für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Und wir sind eine Schutzbehörde und stehen dafür das ein. In der Wahrnehmung ist es leider manchmal ein bisschen andere. Und ich glaube, wir müssen uns weiterhin engagieren, dass wir gute Arbeit machen, dass wir auch erklären, was wir machen, warum wir das machen, da gegenüber der Öffentlichkeit, aber vor allem auch gegenüber den betroffenen Personen, die eben allenfalls Unterstützung von uns überkommen, aber auch gegenüber den Angehörigen, dass die auch können verstehen, warum das das KESB macht, wie macht KESB das. Und uns ist darum ganz wichtig, dass wir transparent arbeiten, dass wir möglichst auch Waffengleichheit schaffen, dass die Personen wie wissen, wie das Verfahren bei der KESB abläuft, was können sie machen, wenn sie am Schluss des Verfahrens mit dem Entscheid von der KESB nicht einverstanden sind, dass sie Möglichkeiten haben, um sich zu wehren. Wir möchten nicht Personen, die mit uns im Kontakt sind, die sich ausgeliefert, ohnmächtig oder wehrlos fühlen. Und ich glaube, da kann man wirklich laut sagen, alle, die mal in diesem Verfahren drin sind und nachher das auch wieder geschafft haben, daraus rauszukommen, sind irgendwie dankbar. Ich glaube, also die erste Sicht, die man vielleicht jemand mal hat, auch die mediale Sicht, ist wirklich völlig verkehrt, oder? Ich würde sagen, die meisten sind am Schluss dankbar. Ich glaube, es gibt einfach einen gewissen Satz, und da liegt in der Natur der Sache, wo wir uns drin befinden, dass es gewisse Personen wird geben, die das nicht so wahrnehmen können, wie wir das wahrnehmen. Und wo den Dank nicht ausdrücken können oder den vielleicht auch gar nicht spüren. Wenn man beispielsweise eine schizophrene Person hat, wo man wie weiss, dass gewisses Verhalten für die Gesundheit, für die psychische Gesundheit gut wäre und die Person das selber nicht kann erkennen, da wäre es vermessen, wenn wir auch würden erwarten, dass da schlussendlich ein Dank kommt. Da glaube ich, man wirft so übergeordnet sich dafür einsetzen, dass man für die Person sich dort engagieren im Wissen, dass die Situation sich kann und wird verbessern, auch wenn die Person das so nicht kann erkennen und auch nie wird mit Dank auf uns zurückkommen. Einerseits eben natürlich schaffen eben mit gesetzlichen Rahmenbedingungen, natürlich auch mit Verschwiegenheitspflicht, natürlich ganz klar. Auf der anderen Seite gleich noch aussen treten generell, um zu sagen, eben, was man hier macht und auch ein bisschen kommunizieren, was KESB eben wirklich ist. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir es einen Tag der offenen Türe machen. Ist das noch ein bisschen eine heikle Sache, jetzt die Türe so zu öffnen für die Öffentlichkeit? Ich finde, es ist keine heikle Sache. Ich öffne gerne Türen öffnen oder wir öffnen hier Türen gerne öffnen, der Öffentlichkeit einen Einblick geben in unsere Arbeit. Wie gesagt, wir möchten transparent sein, wir haben nichts zu verstecken. Wir können Ihnen erklären, was wir hier machen. Wir können Ihnen keine Einzelheiten bekannt geben, aber wir können und wollen Ihnen zeigen, wer wir sind, was wir machen. Uns ist daran gelegen, dass man uns als da wahrnimmt, wo wir sind, nämlich als Schutzbehörde. Auch sonst, bei anderen Gelegenheiten, ist es mir immer wichtig gewesen, dass ich gang, wenn ich angefragt worden bin, dass ich mich hier zeige, dass ich auch ansprechbar bin für Betroffene, für aber auch die Öffentlichkeit. Weil wenn man Anliegen hat an KESB oder an KESB Werdenberg, an mich, bin ich auch bereit, um die aufzunehmen und um das mit ins Team zu nehmen, dass wir vielleicht das eine oder andere können weiter optimieren oder anpassen. Schlussendlich sind wir im Auftrag von der Bevölkerung tätig und als da verstehen wir uns auch.
Eine letzte zweiteilige Frage. Wir haben jetzt oftmals geredet von der KESB-Werdenberg, durch die haben wir das ganze Land im Rintel und so weiter. Also jede Region hat eben ihre eigene KESB. Meine Frage wäre jetzt, was würden Sie jetzt verbessern? Und natürlich eben die Zusatzfrage, kann man es überhaupt verbessern? Also weil ja da wahrscheinlich durch Gesetzgebung vieles vorbestimmt ist und man wahrscheinlich auch den Austausch zwischen den einzelnen KESB muss irgendwie zulassen, dass vielleicht gewisse Verbesserungen, die mit so einem Werdenberg machen, gar nicht möglich sind. Ich glaube, ein Austausch zwischen den einzelnen KESB findet statt. Die Neu-St. Galler KESB-Regionen, die sind über Präsidien miteinander verbunden. Da finden regelmäßige Sitzungen statt, wo man sich dort austauschen, wo man so ein bisschen auch Ideen voneinander kann übernehmen kann. Und dann so im Kleinen mit den Nachbarregionen bin ich natürlich noch viel mehr im Kontakt, dass man schaut, wie macht es der andere oder wie kann man die eine oder die andere Frage vielleicht auch lösen, dass man auch voneinander kann profitieren kann. Ja, natürlich gibt es noch Verbesserungen, die man vielleicht übergeordnet könnte anschauen könnte. Dort denke ich jetzt zum Beispiel gewisse Sachen, die beispielsweise die Begleitung von privaten Beistandspersonen würde betreffen, dass da nicht die Regionsrat neu erfinden muss. Oder dass man einfach die gewissen Fragen vielleicht noch mehr Einheitlichkeit könnte anbringen, dass es nicht in so ganz anders ist, als eine Situation vielleicht in Werdenberg könnte sein. Umso mehr als der ganze Martin Hutter ist, der mal Gemeindeschreiber war von der Stadt Buchs. Nein, Entschuldigung, von der Gemeinde Buchs damals noch. Aber Stadt Buchs hat er nicht geschafft. Ja, gut. Patrick Terzer, vielen Dank für das Interview. Einfach meine Frage noch. Ihr grösster Wunsch, gerade so ad hoc, was wäre so Ihr grösster Wunsch? Mein grösster Wunsch ist, dass Personen, die Anliegen haben, die Rückmeldungen haben an die KESB, dass sie auf uns zukommen, dass sie mit mir ins Gespräch kommen. Darum ja, wäre es schön, wenn viele Leute am Tag der offenen Tür da wären, wenn sie sich aus erster Hand erkundigen würden und sich ein eigenes Bild von der KESB Werdenberg oder von der KESB im Allgemeinen würden machen. Und das Gespräch, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, haben wir eben vor dem Tag der offenen Türe aufgenommen, weil er es vorher gesagt hat, der Patrick Terzer, dass möglichst viele Leute eben am Tag der offenen Türe anwesend sind. Wir haben es darum natürlich aufgenommen, um eben auch den Leuten auch den Persönlichkeitsschutz zu gewähren, die hier in KESB hineinschauen. Aber ihr habt sicher gemerkt, also man stößt hier auf offene Türen und wenn ihr gewisse Bedenken habt, ja, dann meldet euch oder schaut das Interview vielleicht 2-3 Mal ganz genau. Also KESB ist wirklich eine ganz hilfreiche Institution, die uns eben hilft, die Probleme, die wir in der heutigen Zeit haben und vielleicht schon vorher hatten, nicht erkannt worden sind oder eben mangels KESB auch nicht können, so professionell können angehen werden. KESB ist also eine Institution, die uns eben auch weiterhilft in dem Leben, wo wir momentan hineinleben.